Rheinsberg bei Gresden war Ausgangspunkt für eine Tour im Voralpenland. Vorerst einmal durch den Ort, dann stieg der Weg an zum Gehöft Höhenberg, um kurz danach auf den Ferroarte-Weg einzuschwenken. Genial! Ein Selbstbedienungs-Mostbrunnen mitten auf der Kuhweide. Noch etwas steiler wurde es rauf zum Hochschlag, wo wir Rast hielten. Kurz danach kamen wir am Sklavinia vorbei, einem Mahnmal für Versklavte und Unterdrückte, und erreichten das Gipfelkreuz des Runzelberg. Über Almböden an einer Kapelle vorbei kamen wir runter zur Mittagsrast auf der Kappleralm. Nachmittags nochmals Aufstieg, um über den Kraxen- und Sprossberg mit Ausblick zum Ötscher, um eine gemütliche Rundwanderung nach 15 Kilometer in 5,5 Stunden abzuschließen. Dass der Herbst nicht mehr allzu ferne ist, zeigen uns herbstzeitlose und fast reife Zwetschgen.